Bitte. Mein Name ist Jürgen Lingmeier und ich habe ein Anliegen, das betrifft die Behindertenkonvention, die letztes Jahr im Dezember verabschiedet wurde. Diese Umsetzung der Konvention würde für behinderte Menschen sehr viele Vorteile bringen. Dies ist leider bis heute noch nicht geschehen, weil sie einfach noch nicht von Deutschland ratifiziert wurde. Was steht da drin in der Konvention, was Sie sagen, was uns das Leben leichter machen würde? Unter anderem geht es darum, eine gleichberechtigte Anerkennung als rechtsfähige Person. Das bedeutet, dass ich heutzutage auch einen Kredit aufnehmen kann oder dass ich meine Angelegenheiten einfach selbst regeln kann. Mhm. Dass ich berechtigt bin zu erben, wie jeder normale Mensch auch. Und da gibt es europäische Länder, bei denen geht es eben nicht so einfach. So ist es. Ja. Zum Beispiel haben wir noch den Artikel 19, der beinhaltet die unabhängige Lebensführung und Teilnahme an der Gemeinschaft. Ja. Auch da gibt es heute noch große Ausgrenzungen, sei es bloß, dass ein Gebäude schon mal von Haus aus durch Treppen so verbaut ist, dass ein behinderter Mensch mit Rollstuhl oder auch mit Krücken da einfach nicht Also fängt dann kann. Damit an, dass einfach am Bahnhof auch eine Rampe gebaut ist, dass man auch zum Zug kommt. So ist es ja, unter anderem auch dieses. Also wenn Sie das jetzt so schildern, sind es ja sinnvolle Vorschläge von der UNO in dem Fall, also wirklich weltweit. Ja. Und warum wird es nicht einfach das umgesetzt? Das Problem liegt einfach darin, dass noch 1,5 Jahre vergehen, bis sie ins Deutsch so weit übersetzt wird oder wurde, dass sie von den deutschsprachigen Ländern anerkannt wird. Und ich denke, das geht einfach nicht. Also wenn ich Sie da richtig verstehe, die Europäische Union hat es durchgewinkt, aber jetzt scheitert es an der Übersetzung. So ist es, an der deutschsprachigen Übersetzung. Da sollte einfach mal nachgehakt werden, warum es so lange dauert. Haben Sie herzlichen Dank. Also meine Damen und Herren, Irmtraut, heute jetzt für die Europa aus Ammerbach, da hat man mal eine sinnvolle UN-Richtlinie für Behinderte und dann scheitert es anscheinend an der Umsetzung und es scheitert deswegen, weil eben nicht rechtzeitig, nicht schnell genug übersetzt wird, was ja eigentlich nicht sein kann. Ja, Frau Weisgerber, das kann wirklich nicht sein, dass so eine gute Initiative daran scheitert, dass nicht genug Übersetzer da sind. Wie kann man denn nun eigentlich das Ganze beschleunigen, dass diese Konvention nun wirklich ratifiziert wird und auch in Kraft tritt? Zugunsten der Betroffenen. Die Konvention, die angesprochen wurde, ist eine Konvention der Vereinten Nationen, also der UN. Und deshalb nicht Sache und Aufgabe der EU, auch die Übersetzung nicht. Ja. Und die EU wartet selbst auf die Übersetzung. Die angesprochene Einigung der deutschsprachigen Länder steht aber kurz bevor, nach meinen Informationen. Und die EU ist Vorreiter, indem sie diese Konvention trotz der Tatsache, dass sie nicht Mitglied der UN ist, unterschrieben hat. Und sie ist generell auch Vorreiter. Gerade die Punkte, die auch angesprochen wurden, Barrierefreiheit im Bahnverkehr, im Flugverkehr setzen wir um. Oder auch die Rechtspersönlichkeit. Auch das sind Fakten, die in Deutschland schon bestehen und auch in vielen EU-Staaten durch die UN-Konvention würde es sich nur ändern, dass diese Rechte, die ganz wichtig sind für die behinderten Menschen, jetzt auch weltweit umgesetzt werden. Viele dieser angesprochenen Fakten gelten aber schon in Deutschland. Wäre es nicht günstig, wenn dann zum Beispiel die Europäische Union sich dafür einsetzen würde, eine Frist zu setzen? Bis zu dem Termin muss diese Konvention umgesetzt sein, denn wie viele Seiten sind es denn so, 30, 40 oder so? Das sind ja nun nicht hunderte von Seiten. Das kann doch so lange nicht dauern. Politischen Druck können wir natürlich ausüben, aber das Problem ist, der Prozess wird von uns nicht beeinflusst. Es ist ein Prozess der Übersetzung der Dokumente der Vereinten Nationen und wir kämpfen jetzt, dass diese Einigung entsteht. Der deutschsprachigen Länder, das ist aber eine Sache der Vereinten Nationen und dann hoffe ich, dass wirklich auch weltweit was für die Rechte der Behinderten getan werden kann. Aber Herr Arp, da könnte die Europäische Kommission doch nun gerade sehr, sehr praktische und gute und willkommene Amtshilfe leisten. Die Europäische Union hat doch, wenn ich richtig weiß, mit den größten Übersetzerdiensten der Welt. Da sitzen doch bestimmt noch einige Beamte, die nichts zu tun haben. Also ich glaube, die Beamte sind sehr damit beschäftigt, europäische Dokumente zu übersetzen, sodass wir hier nicht die Aufgabe anderer übernehmen können. Die Übersetzung ist nicht das Problem, sondern die politische Umsetzung. Und das ist in Deutschland besonders schwierig, weil Länderinteressen tangiert sind, im Bildungsbereich zum Beispiel, weil in einem Anhörungsverfahren auch die Behindertenverbände mit einbezogen werden. Und deswegen wird das eine gewisse Zeit dauern. Aber wir haben schon einiges erreicht. Wir haben das Antidiskriminierungsgesetz zum Beispiel durchgesetzt, auch gegen politischen Widerstand. Und das war wichtig, weil auch da die Rechte der Behinderten
glaube ich, gestärkt worden sind. Und das ist jetzt der nächste Schritt, der ist gut und richtig, aber er scheitert nicht an der Übersetzung. Wer es übrigens lesen will, es gibt im Internet schon eine Arbeitsübersetzung. Man kann vom Arbeitsministerium in Berlin, man kann also schon mal genau nachlesen, was ist da eigentlich drin, was soll da geregelt werden. Der Text wird ins Deutsche verbindlich für den deutschen Sprachraum übersetzt. Dazu sitzt man heute in Wien beieinander, also die Österreicher, die Deutschen, die Liechtensteiner, die Schweizer. Aber das ist erst der erste Schritt. Dann weiß man, auf welches Dokument man sich wortgenau geeinigt hat. Und dann geht es um die Umsetzung im nationalen Rahmen. Das müssen dann in Deutschland Bund und Länder machen, im Interesse der Menschen mit Behinderung. Also es ist zumindest Bewegung in der Sache. Und das war's aus Straßburg.